Liebe Trader, das Brexit-Referendum sorgt am Markt erneut für heftige Verwerfungen. Nachdem wir ja letzte Woche eine dynamische Gegenbewegung gesehen haben und eigentlich auch einen freundlichen Abschluss vor dem Wochenende, stehen wir jetzt heute am Dienstag schon wieder 300 Punkte tiefer. Ja, vorhin gab es ja ein Statement von dem Gouverneur der Bank of England, dass er wachsende Anzeichen für eine Konjunktur Abschwächung sieht, das Pfund ist gegenüber dem US-Dollar erneut auf ein neues Mehrjahrestief gefallen, hat entsprechend abgewertet und sorgt für Verunsicherung am Markt. Ja, und die Börsen mögen keine Verunsicherung. Was wir auch sehen in den letzten Tagen schon, wir haben zahlreiche Analystenabstufungen beobachten können und die Folgerung ist einfach, es werden niedrige Erwartungshaltungen und entsprechend höhere Risiken am Markt und in Einzelaktien eingepreist. Ja, welche Möglichkeiten bieten uns Trader aktuell? Hierfür bin ich auf traderfox.com und was auf jeden Fall gerade nach dieser zweitägigen dynamischen Verlustserie Sinn macht, sind wieder antizyklische Long-Manöver in den Fokus zu nehmen. Und um einfach mal eine gute Übersicht zu bekommen, öffne ich zunächst mal hier oben den Trade-Radar. Den ziehe ich mal über alles drüber. Und hier haben wir eine super Übersicht, wenn ich das Ganze jetzt auch mal nur auf die Zweitagesansicht mache, beziehungsweise auch nur auf den heutigen Tag. Hier sieht man eine Übersicht über entsprechend, welche Signale am Markt gerade gut funktionieren. Und gerade, weil jetzt wieder die antizyklischen Long-Manöver in den Fokus rücken, wir sehen hier unten das Bollinger Hyperbol Long-Signal, das gerade in solchen Phasen sehr stark zur Wirkung kommt, beziehungsweise wo Aktien jetzt einfach wieder in entsprechend überverkaufte Niveaus eintreten, wo man sich diese einfach auf die Watchlist packen muss. Wir sehen jetzt hier, es gibt insgesamt 9 Kandidaten, die unmittelbar davor stehen, 3, wo es heute schon Signale gegeben hat. Dieses öffnen wir jetzt einfach mal und schauen uns die Geschichte an, um entsprechend die Kandidaten auf der Watchlist zu haben. Hier sehen wir zum Beispiel eine Jungheinrich, sehr, sehr spannende Situation. Auch hier mache ich den Chart noch ein bisschen größer. Ja, wir sehen es, dieses größere Unterstützungsniveau wurde nach unten gebrochen. Die Abwärtsbewegung hat sich nochmal beschleunigt. Hier ein Kandidat, wo wir jetzt wirklich diesen Austritt außerhalb des unteren Bollinger Bandes sehen. Also hier beschleunigt sich wirklich nochmal mit Herausnahme der letzten Tiefs die Abwärtsbewegung. Und wir haben hier diesen Trend, ja, Industrie 4.0, die steigende Nachfrage aufgrund des E-Commerce-Booms hin zu vollautomatischen Lagersystemen. Das heißt, mega spannende Aktie jetzt, wo man definitiv im Auge behalten sollte, sollte es hier im weiteren Tagesverlauf zu weiteren Verwerfungen kommen. Ja, wenn wir so einen sogenannten Peak noch sehen würden, so einen finalen Sell-Off-Peak in Richtung -5, -6%, dann wäre die Aktie wirklich sehr, sehr interessant für uns Trader, wo wir einfach sagen, wir gehen mit einem kalkulierten Risiko von maximal 3%, setzen auf eine dynamische Gegenbewegung oder versuchen sogar wirklich den Einstieg zu finden in den mittelfristigen Positionsaufbau. Ja, was haben wir noch? Unmittelbar davor stehen zum Beispiel auch eine Elring Klinger. Ja, also gerade die zyklischen Aktien in den letzten 2 Tagen gehören wieder mit zu den größten Verlierern. Und hier muss man auch sagen, Elring Klinger, ja, zuletzt hat sie ja auch diese Gegenbewegung vom Markt nicht so stark mitgemacht, auch immer ein Zeichen von Schwäche. Wir sehen auch hier in den letzten Tagen, was für ein brachiales Volumen hier umgesetzt wird in der Aktie. Aber hier muss man dann auch sagen, ein weiterer finaler Rutsch, womöglich in dem Bereich von 15 Euro würde auch die Aktie wirklich für einen Rebound-Trade sehr, sehr interessant machen. Eine Pro7-Aktie habe ich auch weiterhin auf der Watchlist. Wir sehen, die Bollinger Bänder sind auch entsprechend weit schon auseinandergegangen. Ja, also auch hier ein weiterer Rutsch unter die Bollinger Bänder, beziehungsweise in Richtung der Rundmarke von 35 Euro, wäre auch hier wirklich ein interessantes Niveau, um antizyklisch zuzuschlagen. Wir können uns auch hier, interessant ist nämlich auch immer, wenn Aktien entsprechend stark verloren haben, teilweise ja auch zu Unrecht stark durch so eine Marktpanik in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, wie es jetzt, wenn dann auch noch Insiderkäufe dazukommen auf diesen tiefen Niveaus, ja, dann hat es doppelte Wirkung, sorgt auch wieder für ein gewisses Vertrauen. Und hier können wir uns zum Beispiel auch noch die News hinzufügen, ja, beziehungsweise hinzuholen.
nämlich bei ProSieben. Ich ordne das mal ein bisschen komprimierter an, beziehungsweise ich zeige es einfach mal kurz. ProSieben hatten wir nämlich jetzt am Wochenende, Freitag und ich glaube sogar auch am Samstag wurden einige Insiderkäufe gemeldet. Ja, hier sehen wir es, hier gab es einige größere Insiderkäufe und das hat auch wiederum eine gewisse Signalwirkung. Das heißt, auch eine ProSieben-Aktie müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn jetzt mit Eröffnung haben wir gerade eröffnet, wenn hier wirklich kurzfristig nochmal Schwäche reinkommen sollte, dann wird es hier auch sehr, sehr interessant. Und was können wir noch sehen? Und hier sehen wir halt mit dem Abstand, ja, welche Aktien jetzt unmittelbar davor sind, quasi das untere Bollinger-Band zu verlassen und in diesen überverkauften Zustand zunehmend hineinzugehen. Jung Rheinisch hat das Ganze heute schon kurzfristig getriggert. Hier sehen wir dieses Niveau. Und das wäre jetzt die eine Möglichkeit, wirklich hier noch zu schauen, welche Aktien zeigen in Form der Bollinger Bänder, die wie im Beispiel von ProSieben einfach schon entsprechend weit geöffnet sind und sodass einfach eine gewisse Überverkauftheit besteht nach dieser Gummibandtheorie, dass die Aktien wirklich nach unten gedehnt werden, das Bollinger Band weitet sich aus, die Kurse notieren kurzfristig unterhalb der Bollinger Bänder und wenn es dann am Markt zu einer entsprechenden Gegenbewegung kommt, dann schnallen oft diese Aktien sehr, sehr schnell nach oben und es gibt dynamische Gegenbewegungen und da ist das Hyperbowl-Long-Signal ein sehr schöner Gradmesser. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn man auch nach Aktien schauen möchte, die einfach im Zuge dieser jüngsten Markterholung noch nicht wirklich profitieren konnten, aber grundsätzlich im Zuge dieses Brexits überproportional stark an Wert verloren haben. Hier können wir entsprechend so vorgehen, wir gehen auf die Scans, wir nehmen die Top-Performer, wir nehmen die Top-Monats-Performer und diese Liste ordnen wir einfach nach den größten Kursverlierern. Ja, und hier kommen dann zum Beispiel auch noch Aktien, ich tue mal hier auch diese Verlinkung zwischen den zwei Fenstern herstellen, hier kommen jetzt zum Beispiel auch noch Aktien wie eine TUI, ja, wo einfach die Bänder sich inzwischen auch schon gedehnt haben, aktuell quasi kurzfristig keine kurzfristige Überverkauftheit mehr vorliegt. Aber wenn wir mal schauen, ja, dass die Aktie ja wirklich jetzt gerade hauptsächlich im Zuge dieses Brexits prozentual zweistellig verloren hat und ja am Wochenende der Vorstandschef Houston die Aussage gemacht hat, dass man ja keine großen Auswirkungen sieht durch den Brexit und der operative Gewinn in den nächsten 3 Jahren jeweils um 10% steigen soll. Also hier sorgt auch der CEO für eine gewisse Sicherheit. Und wenn wir jetzt auch mal kurz die TUI-Aktie hier reinnehmen, wir sehen es, auch hier gab es wirklich jetzt in den letzten Tagen eine ganze Serie, beziehungsweise ja in erster Linie gestern, eine ganze Serie von Insider-Käufen, sodass ich auch diese Aktie jetzt wirklich im Blick behalte. Und entweder man sieht hier eine erste Stabilisierungstendenz, schön zu sehen ist auf jeden Fall schon mal, dass wir heute keine neuen Tiefs gemacht haben, jetzt im Zuge der DAX-Schwäche. Und ja, die erste relative Stärketendenz oder vielleicht wirklich nochmal ein Rutsch in Richtung 10 würde die Aktie auf jeden Fall auch für ein antizyklisches Long-Manöver interessant machen. Wir haben zum Beispiel auch noch eine Schaeffler-Aktie, auch knapp 20% verloren. Schaeffler hält sich im Gegensatz zu anderen Autozulieferern wirklich stabiler, ja, also die Kursverluste sind deutlich kleiner ausgefallen. Auch hier, wie wir sehen, haben wir jetzt in den letzten Tagen einige Insiderkäufe gehabt, sodass man auch die Aktie jetzt wirklich auf der Watchlist haben muss. Dann ist natürlich auch immer wieder interessant, ja, welche Aktien widersetzen sich denn dieser allgemeinen Kursschwäche, zeigen relative Stärke, zeigen ein hohes Eigenleben, denn wir sehen, wir haben es auch im letzten Zug wieder gesehen mit einem Beispiel von einer Carl Zeiss oder einer Sartorius Medizinaktien, wenn diese ersten überverkauften Niveaus wieder abgebaut werden, konzentrieren sich die Marktteilnehmer auch gerne wieder auf die Aktien, eben auf die potenziellen Leader, die einfach gestärkt aus so einer Korrektur hervorgehen und womöglich direkt auf neue Hochs ausbrechen. Die müssen wir natürlich auch im Auge behalten und das können wir folgendermaßen machen. Hierfür gehe ich einfach nochmal auf unseren Trade Radar. Und dann kann ich hier sagen, neues 52-Wochen-Hoch, ja letztendlich auch das stärkste Signal, was eine Aktie generieren kann, gerade aus einer Korrektur heraus. Wenn ich jetzt hier draufklicke und dann nehmen wir auch den heutigen Tag, ja, jetzt mache ich mal das zu noch für die Übersicht, dann können wir uns anschauen,
Ja, zum Beispiel eine Mühlbauer hat sich sehr, sehr stark präsentiert, auch nochmal die letzten Tage, hat richtige Bullenqualität zu erkennen gegeben. Und interessant ist natürlich jetzt auch wiederum hier, welche Aktien stehen denn unmittelbar davor? Ein Trend, den man auch im Zuge des Brexits wahrgenommen hat, war gerade der Trend nach Wohnimmobilienaktien, gerade auch aufgrund ihres defensiven Charakters und einfach auch, ja, vielleicht auch möglichst steigende Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien im Zuge des Brexits. Deutschland hat ja auch weiterhin das Problem, hohe Nachfrage, ein geringes Angebot, und insofern, wie gesagt, gerade auch dieser defensive Charakter spielt da auch noch eine Rolle. Haben wir hier eine gewisse Stärke gesehen, gerade bei einer deutschen Wohnen, aber auch hier unten bei einer Vonovia, und auch solche Aktien halten sich aktuell wirklich bullisch, sodass man auch hier damit rechnen kann, dass, wenn wieder ein bisschen mehr Kaufbereitschaft wir am Markt sehen, dass auch diese Aktien direkt auf neue Hochs ausbrechen. Wir haben beispielsweise zuletzt auch im Nebenwertebereich einige interessante Stories gesehen, wo wir auch entsprechend in den Aktien Eigenleben gesehen haben. Beispielsweise wir hier noch eine Bijou Brigitte, wo man auch sagt, ein fundamentaler Kurstreiber ist gerade noch die Dividendenrendite von über 5%. Und wir sehen einfach hier auch ein sehr bullisches Konsolidierungsverhalten, schöne Stärke in der Aktie, sodass man die mit so einem Break über 60 definitiv auch auf der Watchlist haben muss. Und ja, wie gesagt, beide Seiten im Auge behalten. Einmal die antizyklischen Long-Manöver, die dann kurzfristig womöglich besser performen können, ja, wenn eine entsprechende Gegenbewegung einsetzt. Aber dann, wenn so eine Erholung ansetzt, anhält und wir eine Fortsetzung sehen, dann im nächsten Schritt werden immer gerne direkt wird der Fokus auf diese Aktien gerichtet, die wirklich ein hohes Eigenleben innerhalb der Korrektur gezeigt haben und dort sich dann auch womöglich neue Leader-Aktien herauskristallisieren.